Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr da reinschaut zu einer neuen Folge Tomb Raider. In der letzten Folge, da habe ich irgendwo mich in einem Kloster wiedergefunden und bin vor einer wilden Bestie geflohen. Nebenbei noch ein paar von diesen blöden Leuten hier getötet, die mich fassen wollen. Und bin jetzt hier im Bergdorf wieder rausgekommen. Und mal schauen, wo es hier so hingeht. Guck mich hier mal so ein bisschen um. Da unten kann man noch so eine Statue. Kann ich da noch entzünden? Und hier oben gibt's nichts zu sehen. Ja, geht doch dahinter in Deckung, das ist gut. So. Okay, hier geht's wohl weiter. Dann will ich erstmal nochmal fix da die Statue entzünden. Ehe ich hier nie wieder herkomme. Schwupp. Es gibt 10 EP und 7 von 10 erleuchtet. Oh, hilf raus. Bringt mir das eigentlich, wenn ich hier... Ich kann ja hier überall die Lampen anmachen. Bringt mir das auch irgendwas? Wird mir zumindest nichts angezeigt. Von daher, keine Ahnung. Jetzt habe ich die Krähen verscheucht. Oh, hier ist noch ein paar Kistchen. Danke. Und die hier noch. Mal aufstemmen. Und zack. Gewehr, 1 von 3 Teilen gefunden. Ah, sehr schön. Ach. Ich glaube, ich weiß, wie man das machen muss. Ich stelle jetzt Herzi. Brennt das an? Ja, haha. Das Rätsel ist gelöst. Ich habe doch vor 2 Folgen oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Na, so ein Mist. Sage mal. Habe ich doch mal probiert, wie... Was man mit diesen komischen Pfannen da machen kann. Und noch ein Gewehrteil gefunden. Praktisch. Ist das hier dann gleich das dritte? Das wäre natürlich witzig. Nee. Schade. Da habe ich doch mal überlegt, was man mit diesen Pfannen machen kann. Da war ja auch so ein Netz mit Bergungsgut daneben. Jetzt weiß ich's. Muss ich nur dann, wenn ich da unten, weiter unten wieder bin im Bergdorf, muss ich dann nur daran denken, das dort auch zu machen. Dass ich das dann vergesse. Und jetzt, bevor ich hier... Schön von oben nach unten durcharbeiten. Hier gibt es nämlich hoch. Da gibt es auch noch ein Seil. Führt das hin. Komm, hüpf raus. Da hoch. Dort kann man sich schwingen. Ich nehme mal. Sich dort schwingt. Was versteckt ist. Ich weiß noch nicht, wie ich da hochkommen soll. Na gut. Hier kann man sich dann auf alle Fälle wieder abseilen. Aber erstmal gehe ich hier. Keine Ahnung, wie man dort hoch. Da ist auch noch Seil. Seil, Seil. Kommen wir überall noch rüber. Vielleicht. Muss ich nicht, wenn man irgendwo da einen Weg findet. Aber erstmal. Oh. Geocache. Vielleicht wenn ich da rüber hüpfe. Aber erstmal gehe ich da rüber. Höp. Höp.
Teile. Bisschen Schrott. Und so ein Gerät zum Anzünden hier. Bing. Statue leuchtet. 8 von 10. Ich hoffe, ich kann mich dort irgendwo festhalten. Ja, zum Glück. Und jetzt, wenn ich da rüber hüpfe. Das geht schon mal. Ganz ruhig. Aber das wohl nicht. Fühlst du das dann gut? Ich hab gedacht, vielleicht schwingt man dann da, aber das ist glaube ich zu weit weg. Wenn man da schwingt, bis auf das, wo ich jetzt drauf stehe und dann darüber zum Seil, aber ich schätze mal, das wird nicht gehen, das ist zu weit weg. Na gut. Hat sich auch nicht wirklich daran festgehalten. Muss ich vielleicht nochmal schauen, wo es da noch anders lang gehen könnte, unter Umständen. Graben. Hopp, hallo? Plündern. Plündern. Den. Wie der einfach mal den Tisch umgeworfen hat, das komische Tongefäß, aber dort stehen geblieben ist. Hier scheint es auch nirgends anders hinzugehen. Da muss es aber doch irgendwie hochgehen, aber wahrscheinlich einmal im Berg rum. Da blinkt ein Geocache. Ich sehe es ganz genau. Hep, hep. Nehme ich an mich und mit der Schrotte kann man das jetzt wegmachen. Schön, sehr gut. Jetzt hier hin. Tief nach unten auf alle Fälle. Aber scheinbar nicht weiter. Oh, was haben wir denn jetzt wieder Schönes? Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Mein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat das Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Darf ich mich dann auch erst nochmal in Ruhe hier umgucken? Danke. Wo er mich schon weiterschickt hier. Das ist nicht voll. Versteckt hier. Das kann ich mitnehmen, das ist voll. Hier ist ein Büchlein. Es mangelt mir an nichts. Als Priesterin der Sonnenkönigin stehe ich am Hofe über allen anderen. Ich werde geschult in Sprachen, Etikette, Geschichte, Kriegsführung. Alles, was zum Herrschen vonnöten ist. Und die Königin ist wie eine Mutter zu mir. Warm, fürsorglich, liebend. Doch es fühlt sich falsch an, wie eine Art Schauspiel. Auch die anderen Priesterinnen sind beunruhigt. Einige fühlen dasselbe wie ich. Vielleicht sogar alle. Aber warum? Wovor haben wir Angst? Tja, wovor nur? Wer weiß das schon? Hoch und hoch. Das kann ich nicht mitnehmen. Nein, 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 nein. Ach, komm, ich komm hier runter. Hier, Schrotflinte. Ein Loch rein. Dann haben wir hier noch Munition. Und was zum Einsammeln. Sehr schön. 20 EP. Yay! Und da was zum Anbrennen. Ein bisschen Bergungsgut oder vielleicht sogar ein Teil für eine Waffe mit ein bisschen Glück. Ne, es ist nur Bergungsgut. Schade. So, hier bin ich hergekommen, oder? Bin ich gelandet und da reingegangen. Genau.
dort soll ich wohl weiter. Jetzt will ich auch mal gucken, ob es hier hingeht. Ich jetzt hier rüber hüpfe. Ach, da bin ich wieder komplett ganz unten. Ganz unten bin ich da wieder. Naja, dann gehen wir erstmal weiter, bevor ich jetzt hier nicht wieder zurückkomme. Gehen wir erstmal weiter. Höps! Und eigentlich kannst du die Fackel wieder ausmachen. Auf Munition brauche ich nicht. Hab alles voll und dann geht's hinab. Und sie bricht durchs Dach und fällt fast nach unten. Ich weiß nicht. Flugzeugtrümmer? Mach weiter. Ich gehe. Wow, Volltreffer! Der Tank ist voll! Lass ihn nicht auslaufen, Mann! Das Zeug ist Gold wert! Komm da ran! Kopfschuss. War jetzt noch mehr? Läuft das ganze Benzin da aus. Na super. Ja? Lalalalalala. Eigentlich habe ich gedacht, wenn man den Molotow Teil einer Schrotflinte gefunden. Achso, das ist einfach nur random, kommt das dann mal so zum Vorschein oder was? Aha. Das kann ich bestimmt jetzt dahin werfen, dann explodiert das. Will ich das? Bringt mir das was? Ich probiere einfach mal, was da passiert. Wow, ja, es explodiert. Hätte ich vielleicht auf so eine Laterne schießen sollen. Naja, was soll's, ich hab's auch so erledigt. So, dann gibt es jetzt hier irgendwo was zu finden, zu sehen, zu entdecken. Eingestürzter Pfad darauf. Nee. Nee. Hallo. Ins Gesicht. So müsste das immer funktionieren. Hep. Jetzt mal hier rüber. Schrotpatronen. Wo ist jetzt hier einer? Du Scheiße, von wo hat's denn jetzt geschossen? Was sind da gewesen? Hä? Ist mir jetzt gerade zu hoch. Von wo? Kommt der hier durch? Halt nicht. Gehen wir unten lang. Können wir auch die Leichen noch plündern. Taps, 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 taps. Den haben wir schon. Oder aber. Das Gesicht. Der mich nicht gesehen hat. Der nichts machen konnte. Ich hätte mal die Fässer über die drüber rollen lassen können. Das wäre natürlich auch cool gewesen. Fancy Sache. Aber dann haben wir sie halt erschossen. Zum Aufnehmen, Bergungsgut. Wie viel Trümmer hier rumliegen. Das ist ja krass.
Außenrum geht nicht. Ich muss rüber. Aktuelle Position, Bergabhang. Na schön. Das habe ich jetzt wieder falsch gemacht. Nix. Muss das so sein? Nee, das muss glaube ich nicht so sein. Oh, jetzt ist es schon wieder an so eine Metallstange aufgespießt worden. Doch, das war alles richtig soweit. Nur das mit der Metallstange nicht. Aber sieht's aber auch so scheiße. Bam, weg damit. Weil die Oberti da. Alter. Oh oh. Ist auch gar nicht übertrieben manchmal. Oh nein. Juhu! Au! Ein Baum. Und schon wieder tot. Dass es für die überhaupt möglich ist, noch zu leben. Wo die überall runterfällt und es trotzdem noch... Also... Es überlebt einfach. Autschen. Ach man. Das lässt sich aber auch echt beschissen steuern, muss man schon mal sagen. Dann halt nochmal. Sowas mag ich nicht. Das war schon mit dem Wasser gerade total ätzend. Ich bin ja schon froh, dass ich die Tasten getroffen habe. Haben wir's dann mal! Ach, du siehst gar nicht, wo du hinfliegst! Ist ja alles grün dort! Ach ja. Ja, das können wir doch auch mal überspringen, oder? Das habe ich ja schon reingekriegt. Ihr könnt's ja nochmal speichern dann. Fliege ich denn hier immer am besten hin? Ich muss so weit. Ach du Scheiße, jetzt geht auch noch der eine Schnur da. Ah, jetzt ist er wieder mindestens 5 Meter weit nach unten geknallt. Ach man, ey. Und steht einfach wieder auf. Kein Problem. Alles gut. Nur ein paar kleine Kratzer. Hier der normale Mensch wäre schon dreimal gestorben. Das sieht aber cool aus. Suche sie nach erster Hilfe. Nebel hier im Wald. Und das? Die Autoreifen. Was soll denn das sein? Warum?
Warum liegen denn da Autoreifen rum? Na gut, von mir aus. Tja. Barackenstadt. Okay. Schafft man das? Nee. Oh, klar, dass es nicht schafft. Oh, ich sehe noch richtig viel. So ganz leicht betrunken. Vielleicht sind Vorräte an Bord. Ich suche sie den Rettungshubschrauber. Dritten Teil des Gewehrs gefunden. Ja gut. Kann ich das dann am nächsten Lager ab? Was ist mit dem anderen? Bislang nichts. Wir müssen weiter suchen. Okay, sehen wir uns den Chopper an. Was ist jetzt hier durchs Wasser? Wieder ekelhaft. Der Gestank. Dieser stinkende Gestank. Dieser stinkende Gestank, der stinkt. Oh. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Für die ganzen Wunden durch die Suppe aus toten Tieren, alten Reifen, toten Menschen. Wahrscheinlich auch Fäkalien. Das tut den Wunden bestimmt sehr gut. Das wird toter Hirsch. Yummy. Oh fuck. Was war denn das? Oh, hier ist gerade ein Toter runtergefallen. Das klang irgendwie eklig. Was zum Teufel ist da drin los? Der Somalier, der ist total durchgedreht. Doch wieder? Irgendwas von dem alten Mann? Nein, er ist ein harter Hund. Was? Scheiße! Hilfe, schnell! Oh, fuck! Runter, runter, sie ist bewaffnet! Geht los! Zeig dich nochmal! Treib sie raus! Ich hab dich doch dort gesehen. Kollege. Was grunzt denn hier so? Ist hier irgendwo ein Schwein eingesperrt oder so? Danke für das Bergungsgut. Danke. 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 Da. Ach. Hab ich ja noch in die Falle reingetappt. Zum Glück waren schon alle tot, ja. Ein paar Pfeile. Ach, ich bin voll, na gut. Springen ist wohl nicht mehr so ganz so angesagt, gerade bei der hier. So kaputt wie die ist. Schnell zum Hubschrauber! Kann ich nicht aufnehmen? Ja, und halb tot noch balancieren, das funktioniert auch, okay. Und hopp. Was zum Teufel war das? Achtung!
Mann. Ich hätte gerne einen Headshot gemacht. Wo geht's denn hier hin? Irgendwo nach unten. Wieder mal. Einfach nur so eine. Irgendwas. Keine Ahnung. Planke, wo die ihre Feinde drüber schicken oder so. Was weiß ich. Headshot? Ne, falsch. Das brauche ich. Um die Klappe zu öffnen. Yes. Gut. Dann geht's in der nächsten Folge weiter. Dann werden wir da mal in den Helikopter reinschauen und schauen, was wir da finden, um uns zu verarzten. Und dann, ja, geht's weiter auf der Suche nach Sam, würde ich sagen. Oder Sam? Sam hieß die nicht, wahr? Ja, ich glaube schon. Schön, dass ihr reingeschaut habt und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao!